Schnibbel die Schnapp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play NBA 2K13 mit mir, dem Nefkara. Ja, wir wollen gerade Kiddush wegtraden, beziehungsweise hier, Kiddush soll getradet werden und da bin ich gerade hier drauf gestoßen. Kyrie Irving von den Cavaliers, Johnny Flynn, dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das sollten wir uns vielleicht mal überlegen. Shooting Forward wäre auch nicht so schlecht. Power Forward, richtig guten. Randolph. Nein, wir schauen es mal an. Von Miami Heat, der lohnt sich nicht. Eric Gordon als Shooting Guard. Joa, der wäre auch nicht so schlecht. 23 Jahre, Shooting Guard. Ich bin am überlegen, welchen Positionen wir denn am schlechtesten besetzt sind. Iguodala, übel. Greg Oden, nein, Oden geben wir nicht her. Und Iguodala richtig, richtig übel ist. Aber nein, den gibt's nicht. Shooting Forward. Ich bin am überlegen, auf welcher Position wir denn noch nicht so bombastisch. Shooting Forward. Das ist ja die Kiddush-Position. Ja doch, genau auf der Position brauchen wir jemanden, der das kann. Forward. Greg Oden. Ich will Oden nicht abgeben. So einen guten Shooting Forward wäre schon echt übel. Das war echt gut. Irving ist leider Pointing Guard. Das ist ein bisschen scheiße. Und Terrence Williams will ich halt behalten. Die können hier nicht Terrence Williams von mir wollen, nehmen, wie auch immer. Also ein Small Forward könnten wir echt gebrauchen. Das wäre auch nicht so schlecht, aber das sind zwei Spieler, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Beziehungsweise die wir einfach nicht gebrauchen können. 40 Millionen Gehalt, fick dich. Der ist einfach unbezahlbar. Und nein, Oden will ich, wie gesagt, nicht abgeben. Das hier wäre eine Möglichkeit. Danny Gray, Alter, der kostet so unglaublich viel Geld, ne? Das ist das Problem. Das Gehalt von dem ist einfach mal so übertrieben. Wir brauchen einen Small Forward, der relativ gut ist und nicht so unglaublich viel kostet. Das Potenzial ist ja auch nicht so unwichtig. Power Forward. Joa, der ist auch nicht übel, aber viel zu teuer. Kann man nicht bezahlen. Wir probieren es einfach mal mit ihm hier aus. Alter, übel, aber können wir uns gar nicht leisten, dieses Angebot annehmen. Trade wurde akzeptiert. Rotation manuell anpassen. Granger kriegt Starter, kriegt er auf jeden Fall. Terrence Williams geht dafür aus der Starter raus, der ist zwar gut, aber nicht der Beste. Generell müssen wir hier mal ein paar... Minuten ausgeschattet, die wir noch über haben. Scholar, Yoshi Story. Kriegt halt Minuten. Er spielt ja auch relativ viel. Venus 15. Die Moral bleibt unverändert. Toll. Granger ist Starter, Afro Starter, Scholar Starter, Arenas. Bankwärmer, Schlüsselspieler, sechster Mann. Bankwärmer, die Moral von Gilbert, Arenas ist gleich geblieben. Das weiß er ja eh schon. Ach, wir müssen da nochmal A drücken. Okay, verstehe. Bankwärmer, die Moral ist gleich geblieben, da müssen wir halt ein bisschen anpassen. Granger, Profi-Jahre, richtig dicke auf dem Konto, sehr zufrieden.
Könnt mir gleich gerne mal angucken, was der denn sonst noch so kann. Bankwärmer, Bankwärmer, sechster Mann. Williams, Bankwärmer. Louis Williams, sechster Mann. Ah, sechster Mann ist richtig. Martin, Starter, kommt weg. Müssen das halt anpassen. Talent, Schlüsselspieler, Bankwärmer, Splash. Bankwärmer, Flynn. Ja, sechster Mann. Das passt. Das ist okay so. Das ist jetzt alles ein bisschen mehr angepasst. Star und Yoshi Story kriegt den Star. Und Evil Afro kriegt den Star. So. Vertragsverlängerung brauchen wir nicht. Das ist halt hier die jetzigen Kaderveränderungen. Dadurch gehen wir in Gesamtwertung auf 73 nach oben. Sehr schön. Teamchemie ist auf 30 gestiegen. Die war früher ein bisschen niedriger, jetzt ist sie höher. Wir haben halt ein paar Sachen angepasst. Und da geht's gegen Minnesota ran. Ran an die Buletten, sag ich da nur. Ich mach einen ganz kleinen kurzen Cut, weil irgendwie, wenn das vorher im Menü war, läuft das nicht so flüssig. Wir sehen uns gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Und ihr seht, es läuft direkt viel flüssiger. Wir sind Platz 3 bei uns in der Division. Conquerors Arena, Heimspiel. Hi and welcome. This is Damon Bruce and you're watching mit unserem neuen Small Forward. Der ja ein richtig guter sein soll, Ricky Rubio. Rubio war doch letztes Jahr, glaube ich, richtig gut dabei. Danny Granger haben wir getradet. Guter Tausch. Wir sind Kiddash losgeworden und haben Danny Granger dazu bekommen. Bin mal gespannt, wie der spielt. Team-Chemie passt jetzt auch. Die ist nämlich jetzt höher gerutscht, weil ich, hups, tut mir leid, bin ich gerade gegengestoßen gegen das Mikro. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich will das Mikro eigentlich mehr bei mir haben und nicht mehr hinten haben. Wie gesagt, unsere Start... Hacke, ey. Ich muss das mal ein bisschen hier verändern mit meinem Stuhl. Während ihr davon nicht so viel mitkriegt, habe ich mir meinen Stuhl jetzt anders gestellt, um weiter nach vorne rutschen zu können. Sehr schön. Yoshi Story, Nefkara, Danny Granger, Louis Scholar und Evil Afro sind bei uns in der Startelf. Kennt ihr ja. Es ändert sich ja daran nicht so viel. Die Startelf ist ja bei uns immer die gleiche geblieben. Sorry, wie gesagt, für ein bisschen Wackeln vom Mikro. Hoffentlich hat man das nicht so sehr gehört. Danny Granger. Bester Spieler bei uns. Teamchemie ist, wie gesagt, jetzt auch höher. Und wir hoffen auf einen weiteren Sieg gegen die Timberwolves. Evil Afro, make some noise. Na wirft, Evil Afro kriegt den, sehr schön. Michi bzw. Nefkara hat sich direkt den Ball erobert. Scholar, Evil Afro, Evil Knievel Afro. Skinny schwach. Leider schwach. Mal schauen. Hauptsache Scholar, Granger. Granger. Danny Granger. Rubio. Ist ja ein Talent und so von denen. Scholar muss nicht so viel Tempo machen. Rubio. Das war schlecht von Nefkara, das war schlecht. Oh, übel, was für ein Hängerchen der gerade hatte. Richtig, richtig übel. Danny Granger.
Der lässt sich da von dem nicht wirklich beackern, aber der zweite Wurf geht rein. Ah, Gott. Ja, weil wir die Punkte bis hierhin nicht machen. Granger. Und der ist als... Der ist drin, der Nick Granger. Auch die Minutenzahlen sind jetzt mehr angepasst. Da hätte man zwischengehen können. Yoshi, kann er das blocken? Das kann er, Danny Granger. Danny Granger. Hauptsache, alle schon 5 Versuche gehabt. Oh, Bolzen! Übelster Bolzen sogar. Und der ist auch noch drin. Am Arsch! Ihr müsst ihn verteidigen! Stellt euch doch dahin! Und auf Granger. Der ist nicht hochgesprungen. Der ist nicht hochgesprungen. Hier gibt's übel keine Verteidigung. Das war schlecht. Habe ich schon mal gesagt, dass das bei uns nie funktioniert. Nein. Scola drückt sich rein. Und macht den auch. Scola ist bestimmt wieder total müde, ne? Das war klar. Scola ist müde. Ups, das war übrigens nicht gewollt. So. Arena ist jetzt drin. Ja, 9 Punkte Abzug schon. In der aktuellen Season. Richtig schlecht verteidigt. Richtig schlecht verteidigt mal wieder. Boah, übel scheiße. Ich hasse Arenas. Also Pointing Guard könnten wir eigentlich auch einen neuen gebrauchen. Der ist drin. Nein, ist er nicht. Gott sei Dank. Granger. Danny Granger. Und den macht er rein. Ja, der wird ja auch dann einfach nur reingelassen. Williams. Und... Oh, der war noch fast drin. Das wäre übel gewesen. Danny Granger bis jetzt der Beste bei uns auf dem Platz. Lustigerweise. Timberwolves spielen nicht schlecht. Wir müssen uns ein bisschen anhalten, damit nichts passiert. Heute ist ja Samstag. Ich bin mir nicht sicher, ob heute StarCraft rauskommt, weil ausnahmsweise nicht von mir die Aufnahme ist. Wenn sie heute kommt, dann kommt sie nachher. Und wenn nicht, dann kommt heute nur Last of Us heute Abend. Man sieht jetzt an der Seite meine Maus, jetzt nicht mehr so gut. So. Wir müssen mal gucken, Coaching, Auswechslung, was wir denn da so haben. Joa. Davis, Afro, Scola. Ja, können wir noch ein bisschen mit denen spielen. Granger geht jetzt halt raus. Da haben wir dann halt Terrence Williams auf der Position. Ganz lustig.
Turner, Shooting Guard, Arenas gegen Rubio, das Duell, was man heute vielleicht noch häufiger haben wird. Bin mal gespannt. Der ist drin. Und jetzt sofort raus. Ja. Und Terrence Williams. Terrence Williams. Boah, das war schlecht. Ah, wie wir einfach keine Dreier-Spezialisten haben. Toll! Und am Ende kriege ich Rubio zugeteilt. Seid ihr behindert oder so? Verteidigung, Opfer, ey. Richtig beschissen. Und Arenas ist generell ein richtig beschissener Spieler. Arenas ist richtig schwach geworden in der Season. Generell müssen wir aufpassen, waren eben ja nur 3 Punkte. Nein, du kriegst den Ball nicht. Was war das denn? Du sollst... Der hat gar nichts gemacht und der Ball war weg. Bist du blöd? Natürlich geht der rein. Bleib doch da stehen und block den weg. Bist du dumm? Hol doch den Ball. Schwach. Ganz, ganz schwach. Ganz, ganz, ganz schwach. Arenas unter aller Kanone. Turner ebenso. Richtig, richtig schlecht. Scholar rein, Evil Afro rein. So, da geht nichts bei denen. Da geht echt nichts. Ja, the Home Team holt auch die ganzen guten Leute wieder rein. Eigentlich das richtige Startfeld wieder in der Partie. Und Williams, das gibt's doch nicht! Du dummer Krüppel! Ja, Luftloch. Drin. Ey, ihr seid so schlicht! Hört doch mal auf damit! Übel, wie wir keine Körbe reinwerfen. Pervers. Zum Glück gibt's einen FKRA. Ja, der musste ja auch dann mal dran gehen. Es war ja auch echt beschissen, was da gerade lief. Boah, das gibt's doch nicht! Yoshi Story übel schlicht! Hätte eigentlich drin sein müssen. Richtig, richtig schlecht sogar. Dass hier teilweise von denen abgeliefert wird. Oh Mann. Gott sei Dank, Nefkara. Zweimal richtig, richtig viel Platz. Richtig viel Platz. Willst du mich verarschen? Was hat der denn für Drogen genommen, bitte? Over the back am Arsch. Da, wie der mich alt aussehen lassen hat, das ist echt krank. Geh doch dran da! Übel schlecht!
Rubio. Richtig übel. Boah, der ist so schlecht. Der ist so unglaublich schlecht. Ja, Terrence Williams kriegt hier nichts auf die Reihe. Nichts auf die Reihe, überhaupt nichts. Der ist richtig, richtig schwach in der Partie. Richtig schwach. Keine Rebounds, keine Steals. Übel schlecht. Übel schlecht. Gibt Terrence Williams nicht den Ball. Er kann überhaupt nichts. Boah, der ist so schlecht! Übel! Verpiss dich! Sofort! Komm nie wieder auf die Idee, überhaupt zu spielen. Was bist du denn für ein Versager? Richtig krass, wie der nichts geschafft hat in der Partie. Nichts! Can be enough to get a team back on track. There's something about that little pause in the intensity of the game. Aber für solche Situationen gibt's ja noch Neff Kara. Now here's Tekovic. Back to Rubio. 17-foot shot on the way. Unentschieden. Aber nicht dank Terrence Williams, sondern nur dank Neff Kara. Übel schlecht. Übel schlecht, Terrence Williams. Übel schlecht. Den sollte man ins Gesicht boxen. Now let's go straight to the Monday night halftime report. Plenty of hustle from the home team. They've been dialed in from long range. You can't leave them open outside. Shooting is what they do best. Thunder making an impact in this one. His scoring has been on the rise, his game improving by leaps and bounds. Meanwhile, the Timberwolves, not to be outdone. Sitting in seventh place right now, a little too close to the bubble for their liking. A great performance by Kevin Love in the first half. He's got 9 points, and on the defensive side of the floor, he's definitely been contributing with some focused defensive work. Alter Falter, richtig behindert bis hier. Richtig behindert. It'll be the Grizzlies against the Bulls. 7 o'clock Eastern. And another game that's coming up. Sorry. Los Angeles Clippers Gott, the Pistons out in Detroit. Das ist so behindert teilweise. Also Terrence Williams kann man bei der heutigen Partie übelst vergessen bis hierhin. Das ist richtig krass, wie schlecht er ist. And that does it for us here in the studio. Thanks so much for joining me. Gott sei Dank haben wir einen Neff Kara.